mit der Viper auf die Offlane. Ein Wraith King als Support. Sieht man auch öfter, ist ganz cool. Wraith King Support in der Mitte, Skywraith Mage. Im Jungle der Nature's Prophet. Mal gucken, wie der sich schlägt. Auf der Gegenseite haben wir den nervigen Silencer, den ich ja selber aber ganz gerne spiele. Mal gucken, wie gut der Spieler damit ist. Wenn er gut ist, wird der Anfang extrem nervig. Doom im Jungle wahrscheinlich, wie man das halt meistens so sieht. Tinker in der Mitte. Ja, oder Doom auf der Offlane. Schauen wir mal, wie sie es gemacht haben. Ne, Abaddon auf der Offlane. Okay. Lader bei mir unten. Ja, das dachte ich schon. Okay. Der spielt ganz gut, der Silencer. Fängt schon mal vernünftig an. Level 1 ist noch nicht ganz so schlimm, aber da will ich nicht viel Spaß haben hier unten. Ja, genau das. Da kann ich als Viper tatsächlich auch mal gerade gar nichts gegen machen. Ein bisschen unangenehm. Ne, damit muss ich halt jetzt wohl leben. Hoffentlich überleben. Skill ich auch mal ein bisschen Magieresistenz. Dann versuche ich einfach mal hier ein bisschen. Wenn ich Glück habe, stackt er aber. Und geht mir nicht die ganze Zeit hier oben auf die Eier. Ja, und das sieht auch ganz so aus. Ich bin wenigstens zwischendurch ein bisschen Ruhe. Mal schauen, ob ich mir dann... Ja, ein Ring of Aquila. Wenn der Silencer gut spielt, ist das eh egal. Werde ich nie genug Mana für irgendwas haben. Und irgendwas casten kann ich ja eh nicht. Bis auf die Poison Attack, die aber nicht zählt. Als Spell. Um halt den Curse loszuwerden. Invisibility. Einfach jetzt ein bisschen mit den Invis, bisschen... Mana leechen. Ein bisschen XP leechen. Und dann vielleicht mal in der Mitte ganken gehen. Schauen wir mal. Ich werde mir schon mal... Mal schauen, wo der Silencer ist. Jetzt kann ich auch eine Lane wieder farmen, wenn der eh jetzt irgendwo im Jungle ist und stackt. Na, wenn er jetzt hier allein ist, dann kann ich ihn schon ganz schön nerven. Ah, da kommt der gute Silencer wieder. Moin. Ah, da habe ich aber eine Regeneration dabei. Los mit dem Mana, es ist jetzt mal vorbei. Aber auf der Offlane reicht es manchmal auch, wenn man einfach ein bisschen XP zusammenkriegt. Und den Slader ein bisschen nerven. Und jetzt stackt er auch gerade schon wieder der Silencer. Das heißt, ich habe ein bisschen Ruhe gerade. Ich kann halt die... mir den, das Katapult noch holen und dann schaue ich mal nach der Rune. Lass ich seiner Bottle mal. Ja. Mana hat mir natürlich auch geholfen an der Stelle, aber. Was soll's? First Blood. Wir haben mit dem First Blood. Das passt. First Blood. And a point well taken. Hol ich mir mal die paar Items, die ich mir schon gönnen kann.
Der Silencer hat sich vorhin dann auch wieder hier durch die Seite angeschlichen. Der Sack. Ich glaube, der wird dann. Muss ich damit rechnen, dass er jetzt wiederkommt. Das kommt auf jeden Fall eine schöne Creep Wave. Moin. Ja, aber man sieht schon, so viel Schaden macht das nicht. Na gut, es hält mich halt natürlich vom Mana her low, aber es macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Schaden. Von daher kann ich ja schon ein bisschen entspannter sein. Ja, das habe ich auch noch sauber. Da kommt natürlich der Turm noch dazu. Zack. Na, da macht sich die Magic Resistance schon ein bisschen bemerkbar. Wie viel ist es auf Level 2? 15%. Das tut da ganz gut. Aber wie gesagt, Mana habe ich die ganze Zeit nicht. Das ist ein bisschen schade. Ja, immerhin ist mein Mac auf einem guten Weg dafür, dass ich in Offlane nur sitze und oft auch gar nicht viel machen kann. Jetzt habe ich sogar gerade ein bisschen Mana, das ist der Wahnsinn. Das werde ich gleich mal verwenden. Okay, jetzt ist Slada und Silencer gerade miss. Vor allem ist der Silencer. Ja, ich bin auf dem Weg. Sauber. Okay. Dann hole ich mir mal noch na, wenn der Slader hier alleine ist, dann hat er mal gar nicht so viel zu melden. Ich hole mir mal noch Boots dazu. So rum. Quite a spree. People still buy this item. Why don't you pay attention to the metagame? On my way to a one bite kill. 5-1 läuft's. Läuft ja ganz gut. Ich muss ja weiterhin auf der Offlane nur ein bisschen überleben. Wenn die Lines dafür gut laufen und ich dann irgendwann mit meinem Mac joinen kann, dann reicht das eigentlich schon. Der Slader wird wahrscheinlich zurückgegangen sein. Der ist wieder da, aber der Slader ist miss. Ziehe ich mich auch mal zurück. 600 fehlen noch. Oder 535 bis zum Mac. Das ist ja nicht mehr viel. Ich gucke mal hier unten nach der Rune. Hat eh noch eine volle Bottle. Aber hat er gerade eingesammelt. Ja, genug Mana, um irgendwo hin zu porten, habe ich leider nicht. Your middle tower is under attack. Oh, ich sehe die magische Maschine, dass ich zu viel Schaden bekomme. Thanks. Ups, der Creep stirbt nicht, oder was? Ich glaube, es hackt. Jetzt aber. Na, Nevertoxin hat nur auf Level 1, da ich in der Offlane 2 Level in Corrosive Skin gesteckt habe. Und slow. Mega Kill. Und dann kam ja Doom mit so wenig HP. Aus Reflex erstmal zurückgegangen, als der Doom da aufgetaucht ist, aber hat er so wenig Lebenspunkte. Okay, dann hat er seinen Doom zwar noch rausgekriegt, aber mir auch nicht. Und das Mac ist fertig. Vielleicht kriegen wir sogar noch den Turm.
Radiant having unfortified structures is now a thing of the past. Ouch. Unstoppable. It seems you are owned. What exactly you now own, I have no idea. Ja, noch weggekommen. Vielleicht ich sogar ohne die Potion überlebt. Die hat mir, glaube ich, nur so 20, 30 HP wieder gegeben. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber besser ist besser, sage ich immer. 40 pro Sekunde. Ja, vielleicht habe ich 40 regeneriert oder sogar 80. 20, 30 natürlich Quatsch bei dem Ding. Aber keine Ahnung. Wird schon irgendwie gepasst haben. 10 zu 4 steht. Tower immer noch kein. Wie sieht es denn vom Late-Game-Potential aus? Schwierig zu sagen. Beide Teams eigentlich recht gute Optionen. Von daher... Your middle tower is under attack. Kann man jetzt noch nicht so wirklich sagen, wer jetzt hier im Vorteil ist. Ob jemand im Vorteil ist. Ja, der Port ein bisschen zu langsam, um da noch an den Tinker ranzukommen. Ist gleich March of the Machines, oder was steht da so? More for me. Ja, ein bisschen sehr offensiv. Na, hat vielleicht mein Damage sogar noch gereicht. Na, am Doom. Schade, kam der Doom gerade noch rechtzeitig, um den Tinker zu retten. Au! Oh, wie gemein. Das Mech gerade noch so meinen Arsch gerettet. Und dann kann ich mehr viel machen. Puh, das war knapp. gegen das Team. Ich baue ganz gern Face Boots an Viper. Weil man ja sonst erstmal an die Leute rankommen muss. Man, dann geht's halt, wenn man dran ist, aber... bin nicht ganz sicher, ob in dem Fall vielleicht nicht Power Treads die bessere Wahl ist. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, was ihr davon haltet. Ich muss ja nicht sofort kaufen. Ich baue eigentlich gern Face Boots, würde aber in diesem Fall auf... Okay, muss ich nicht mal mein Ulti nehmen für... Er ist da unten. Silencer und Slader. Im Chat wird einem schon noch über das TI vorgeredet. Anstatt hier mal zu sagen, welche Boots ich bauen soll. Was soll ich bloß mit euch anfangen? Nutzloser Haufen seid ihr. Es wird gerade im Chat festgestellt, völlig zu Recht, dass ich auf allem fast immer gerne Faceboots baue. Das stimmt auch. Aber anscheinend sind die meisten dann doch der Meinung, ähnlich wie ich, dass Power Treads hier die richtige Meinung sind. Okay, was geht da? Ah, den Skyrath Mage haben sie. Oh, habe ich ihn fast gekriegt, den hässlichen Slader. Zumindest mit dem Ulti, den ich dann wirklich ganz bekommen hätte, aber wäre schon mal was gewesen. Ich gucke mal nach der Rune. Und die Drow Ranger hat anscheinend Shadowblade gebaut oder will eins bauen, was jetzt gegen Slader nicht unbedingt super ist. Müsste auch nicht so sein an der Stelle, naja. Unten Silencer und Slader, in der Mitte kann keiner. Tower destroyed. On my way to a one bite kill. Was brauche ich als nächstes? Gehe ich direkt auf Aghanims. Wäre durchaus eine Möglichkeit.
da ist der Slader gerade. Der war hier gerade. Der wird hier gerade den Farm, wenn ich jetzt hier mit dem Ulti gleich erwische, bevor er blinken kann. Ne, ist er doch da vorbeigelaufen. Ich dachte, er würde. Da unten ist er. Komm. Well, that's one tower they won't be taking home. Jetzt nicht mehr genug Mana für Smack. Da hat er mich reingeforstarft und mich gekillt. Das war eigentlich gut gemeint, aber ich hatte kein Mana mehr für meinen Mac. Und dann tat mir das doch eher weh. Ich will auf Arganims gehen. Das ist ein schönes Item an ihm. Die Stats kann ich gut gebrauchen. Kaufe ich mir jetzt mal hier den Point Booster. Habe ich schon mal schöne Stats. Ja, so ein BKB möchte ich mir eigentlich ungern kaufen, um den zu countern. Und oft gemisst. Muss an der Stelle auch nicht sein. Er hat ja auch kein Arganins, wo es nochmal noch nötiger wäre. Auch Refresher und später. Autsch. Der Arme. Wir sollten uns mal den Tier 2 Tower holen da in der Mitte. In der Zeit, wo jetzt der Silencer tot ist, sollten wir es eigentlich easy hinkriegen. Okay, wenn ich gedoomt werde, ist das natürlich eher schwierig. Die vier an. Out. Keep murdering. Genau, einfach den Abaddon nochmal einschließen. Dann kann er auch nicht helfen. Dem Slader nicht helfen. Da habe ich eigentlich gedacht, dass wir bei dir an der Seite hockten, dass wir da schneller darauf reagieren können, aber die haben mich halt dann ein bisschen überrascht, da habe ich nicht aufgepasst von meinem Positioning. Dass ich da so exponiert stand. Na, ist ja geschickt außen rumgelaufen, der Silencer. Könnten demnächst mal Roshan probieren. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Mit den Wards, die wir im Moment haben, haben wir eigentlich eine ganz gute Vision. Den Prophet könnte ich natürlich ganz gut gebrauchen eigentlich dafür. Sieht aber nicht aus, als wollten wir das machen. Vielleicht gankt mir da unten mal den Doom. Oder wir machen es doch. Ich soll nämlich nochmal angreifen. Alles ein bisschen verlangsamt. Autsch. Genau. Wenn der Wraith King in der Nähe ist, noch ein bisschen die Vampiric Aura. So, greif mich an. It's not even about the Aegis. Nether Toxin jetzt mal maxen. Nochmal mehr HP einfach. Wenn ich halt angesprungen werde vom Slader und vom Doom. Dass man da schön überlebt. Entweder dass ich halt dann noch Smack rauskriege, wenn ich nicht gedoomt bin, oder wenn ich gedoomt bin, wenn ich weglaufen kann. Noch genug Lebenspunkte habe.
Und noch keinen einzigen Tower verloren. In der Mitte will ich jetzt mal nicht alleine pushen. Ich bin auf dem Weg. Your top tower is under attack. One spell. Dominating. Against Dire's courier will never answer for its all. That's just right. Enemy's bottom tower has fallen. Dominating. Ernich. Ich habe den Kurier nicht dahin geschickt, oder? Nee, ausnahmsweise war ich mal nicht für den Kurierkill verantwortlich. Hab da gar nichts drin gehabt und wollte ihn da auch nicht. Ein bisschen gewundert, als er plötzlich da aufgetaucht ist. Ja, mit der Mask of Madness. Im Magic Machine stehen, tut vielleicht doch ein bisschen weh. Drow. Kann man healen jetzt. Na ja, wenn wir eh zurückgehen. Baue ich mein Aghanims mal. Kein Kuriergrad, deswegen porte ich einfach mal direkt in die Base. Oben geschieht der Tinker noch auf dem ersten Tower, den sie sich da mal holen. Vielleicht fliege ich da mal recht gemütlich hin. Eigentlich dafür, dass man fliegt, hat man einen recht langsamen Movement Speed mit 3,35 als mit Boots halt. Also 2,85. Base Speed ist nicht das schnellste. Auch ein Grund, warum ich ganz gerne Face Boots baue. Your top tower is under attack. No one go defend top tower. It needs to learn to defend itself. Sehr gut. Verteidigen ja schon. Mid tower taking damage. Na, bisschen. Bisschen verklickt. Ulti. Der hat den Silencer locker gehabt. Mid tower taking damage. Das könnte man auf Viper als nächstes gehen. Ich bin kein großer Viper-Spieler eigentlich. Manta-Style würde mir spontan einfallen. Shadowblade finde ich in dem Spiel ein bisschen blöd gegen den Slaughter. Ich glaube, ich finde Manta-Style gerade ganz geil. Dann. An acceptable amount of murder. Jetzt können wir von der Mitte mal den Tier 2 Tower holen. Mit dem Doom Down sollte ich auch mal lang genug überleben, um dann mein Mech noch rauszukriegen. Ich stelle mir trotzdem auf Stärke-Treads um. Falls ich halt vom Slaughter anfangs schon so gebasht werde. Your bottom tower is under attack. Whole lot of murder going on here. Na, ich halte eine Menge aus. Heile ich uns mal beide, wenn schon. Autsch. Da reicht dann von der Drow ein Schuss. Gucken wir uns mal oben den Tier 2 Tower. Ne, sie wollen rein. Ja. Zum Glück noch kein Doom Ulti ready, wie es aussieht. Doch, jetzt schon. Hat sogar noch Ulti gehabt. Na komm, Ulti! Nein! In der Cast Animation gestorben. Skandalös. Sonst wäre er auch mal weg gewesen mit meinem Ulti. So knapp. Und dann geht der Rave King kaputt. Schade, ich spiele ihn so gerne. Mit March of the Machines jetzt ordentlich am Verteidigen. Na, wenn da jetzt natürlich einige Marches laufen, ist es schwierig da reinzukommen. Der Prophet hat immerhin seine. Sein Necrobook mit dabei ist, aber noch nicht Level 3 ist. Wird das sein? Level 2, wie es aussieht? Doch. Das war nicht Level 3 eben, das ist ihm erst gekauft. Haben die sehen aus wie Level 2. Level 3
Nikros sehen noch größer aus. Da liegt ein Double Damage. Wie gesagt, ich gehe mal auf Manta Style ein bisschen offensiver ruhig. Da kommt natürlich der hässliche Doom und krallt sich das. Arsch. Ich bin noch gedustet. Also gesmoked, genau andersrum. Ne, vielleicht hier am... Ne. Der Doom wird da sein. Vielleicht kriegen wir ihn schnell genug. Na, fuck. Leider nicht. Na, wie er da hingeblinkt ist, eben werden die eh dann... Ward haben. Ich versuche mal schnell das Haste zu holen und dann damit was zu machen. Was? Poison. Da hat man eben den Doom gesehen. Na, rüber geblinkt. Und so schnell bin ich dann doch nicht, dass ich ihn danach bekomme. Leider nicht. We've just replaced the enemy's top tower with a demolished version of it. Let's see if they notice. Und nach oben. Sind eh noch zwei tot, vor allem der Slader, der mal ein bisschen nervt. Enemy's top tower destroyed. That will teach them to defend themselves from an enemy force attempting to a no more top barracks for them. Ja, Ulti krieg ich jetzt nicht raus. So. Mac geht natürlich trotzdem. Sauber. My wings. More death, three innocent lives. Ja, drei haben wir schon. Ja. Ja, leider alle tot. Ein Rampage gibt's nicht. Enemy's middle tower demolished. Schade. Hätt's doch verdient, weil ich so perfekt gespielt habe. Nur deshalb gewinnen wir. Alles richtig mache. Mal genug Mana leider. Ups. Au, verpiss dich. Okay. Ich habe ja verstanden, ihr mögt mich nicht. Ich gehe ja schon. Ich habe ja schon verstanden. Ich bin gerade eh schon disconnected. Enemies middle barracks in ruins. Dann beenden wir das Spiel einfach mal schnell. Ha! Zwei Spiele hintereinander gewonnen, das ist der blanke Wahnsinn. Das wird heute der Abend des immer Gewinnens. Ich sehe es schon. The Mega Creeps accept your blood sacrifice and now fight at your side. Na, darf ich überhaupt noch irgendwas machen in dem Spiel? Das ist vielleicht vorbei, wenn ich hier ankomme. Na, das sieht doch aus, als wenn sie noch ein bisschen verteidigen. Wahrscheinlich haut die Drow jetzt ordentlich auf. Wenn die ein bisschen auf Range steht, genau so. Wenn die Drow nicht ein bisschen auf Range steht, dann tut die der Schuss mal richtig weh. Na, darf ich noch jemanden killen, bevor es vorbei ist? Ja, von wegen, ich verliere jetzt Turtle Schrotter. Ich habe es überhaupt nicht herausgefordert. Ich sage, den ganzen Abend werde ich jedes Spiel gewinnen. Ihr werdet sehen. Also, schon das zweite Spiel in Runde in Folge gewonnen. Und das nächste gewinne ich natürlich auch.